Und am Rednerpult ist schon Gabriel Obernostra, ÖVP. Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehschirmen, ich möchte jetzt nicht nochmal wiederholen und ins Detail hineingehen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Und Sie, Herr Finanzminister, als wissen wir, dass es jetzt umgesetzt hat werden müssen. Natürlich kann das immer ein bisschen schneller gehen, das ist überhaupt keine Frage. Und Sie haben schon gesagt, würden wir das jetzt nicht beschließen, wäre das wirklich ein großer Schaden für den Finanzmarkt Österreich, der in die zweistelligen Milliardenhöhe hineingeht. Und ich möchte mich auch wirklich ausdrücklich bedanken. Wir wissen, wir brauchen ja für dieses Gesetz auch eine Zweidrittelmehrheit. Dass es in einer Zeit möglich ist, eine Zweidrittelmehrheit zustande zu bringen, wo eigentlich keine, ja, die neue Regierung eigentlich noch nicht steht. Und deshalb, wie gesagt, bei den Grünen, bei den NEOS, bei der SPÖ wirklich ein Dankeschön, dass wir heute das hier beschließen können, weil da geht es um Österreich. Und wie gesagt, die Prüfer sind ja im Lande und weil ich dann gehört habe, nach meinem Wissensstand, wie gesagt, dass wir das jetzt einbringen und beschließen, obwohl in Österreich die neue Regierung noch nicht steht, haben sie gesagt, also nehmen wir mal diesen vorhergehenden Punkt aus, wo es jetzt recht in die Höhe gegangen ist, muss ich auch sagen, da intern, haben sie gesagt, es wäre in Europa in nicht vielen Staaten möglich, so ein Gesetz mit einer Zweidrittelmehrheit zu beschließen, wo eigentlich eine neue Regierung noch nicht steht. Also die Demokratie funktioniert nicht so schlecht, wenn sie auch manchmal sehr emotional ist. Aber trotzdem mit seinem Wort, mir ist schade, dass die Freiheitliche Partei nicht mitgeht. Wir haben zu diesem Gesetz eine 5-Parteien-Einladung gemacht. Ich bin ja Vorsitzender des Budgetausschusses. Und dann haben wir alle Expertinnen und Experten dazugeholt. Alle Fraktionen sind dort gesessen, leider kein Abgeordneter von der Freiheitlichen Partei. Und jeder hat dann dort können, von der SPÖ, das ist ja wurscht, so wie halt die anderen 4 Parteien waren, haben können, was wenn Fragen offen waren, vor Ort die Expertinnen und Experten fragen, was noch irgendwo im Raum steht, warum das nicht ist. Jetzt habe ich aber heute von der Frau Kollegin Kolben gehört, was euch bei diesem Gesetz nicht ganz passt. Warum seid ihr denn nicht gekommen? Warum habt ihr denn die Experten nicht gefragt? Tut es mir wirklich das einmal sagen. Ich finde das einfach nicht gut, weil da geht es um Österreich. Und ihr sagt immer, ihr seid die Österreich-Partei. Ein Schaden war euch wurscht. Wichtig ist, dass die Parteilinie gehalten wird. Es ist mir echt schade. Und wisst ihr, was noch interessant ist gewesen? Im Budgetausschuss haben wir von eurer Partei, und das hat mich damals wirklich sehr positiv gestimmt, dass es vielleicht zu einer Einstimmigkeit kommt, haben wir, ich und wir, so wie wir dort gesessen sind, eigentlich nur lobende Worte gehört, für die Änderung, für dieses neue Gesetz, was für die Sanktionen und der Geldwäsche betrifft. Warum er jetzt nicht zustimmt, kann ich nichts machen, will ich nicht ergründen. Es ist mir einfach nur schade. Dieses Gesetz, da geht es um Österreich, da geht es um die Wirtschaft, da geht es um die Finanzpolitik. Und ich hätte es mir wirklich erwartet, dass diese Partei, die immer ins Schaufenster stellt, die Partei der Österreicher zu sein, dass er da nicht mitgeht. Ihr hättet euch nichts vertan. Danke allen anderen Fraktionen, dass wir dabei sind, dass wir die Zweidrittelmehrheit haben, dass wir das heute beschließen können, dass Österreich ein guter und sicherer Finanzmarkt bleibt. Dankeschön. Gabriel Obernostra von der ÖVP bedauert, dass die FPÖ nicht mitgehe mit dem Gesetz.